Hallo und schönen guten Tag. In Angermünde stehen die Bürgermeisterwahlen an, die Stichwahl zwischen Frederik Bewer und Ute Erhardt. Wir von motz.de sind dabei und begleiten das Ende des Wahlkampfs. Wir wollten heute eigentlich auch die Herausforderin Ute Erhardt interviewen und ihr die Fragen stellen, die wir Herrn Bewer gleich stellen. Frau Erhardt stand leider nicht bereit, mit uns vor die Kamera zu treten. Aber wir freuen uns, dass wir Herrn Bewer hier haben. Und Herr Bewer, vielleicht darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen. Ja, also mein Name ist Frederik Bewer, ich bin 48 Jahre alt, lebe mit meiner Partnerin Antonia Bethger in Kerkow. Wir haben einen gemeinsamen Sohn, der ist jetzt 4 Jahre und erwarten im Oktober nochmal Nachwuchs. Von meiner Ausbildung her bin ich Volljurist und habe lange Zeit als Rechtsanwalt gearbeitet und nun 8 Jahre als Bürgermeister. Und möchte dieses Amt gern weiter begleiten, also in eine zweite Amtszeit mit einer Wiederwahl gehen, um Angermünde stabil aufzustellen. Was meint stabil? Angermünde ist eine Stadt im ländlichen Raum, eine Kernstadt mit 23 Dörfern. Wir sind zusammen 24, gehören zusammen. Und diese Stadt hat eine wunderbare Lage im Raum zu Berlin und zu Stettin. Der Bahnausbau steht kurz vor Beendigung. 2025, 2026 fahren wir im Halbstundentakt. Das sind alles Voraussetzungen, die die Stadt dann auch mit dem Status als Mittelzentrum, welchen sie 2019 erlangt hat, eine Entwicklung vorhersagen, die eine stabile Plusbevölkerung nach sich zieht, also Zuzug, den wir unbedingt brauchen. Und wir bereiten jetzt seit 8 Jahren viele Themen, die dafür erforderlich sind, vor, wie Wohngebiete, Gewerbegebiete. Wir sind beim Schulbau aktiv, in der Innenstadtsanierung noch weiter aktiv, haben ein integriertes Stadtentwicklungskonzept aufgestellt, ein Radwegekonzept, haben also an vielen einzelnen Kabeln in den letzten Jahren gezogen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir einen Mantel drum machen und dann wird es zum Glasfaserkabel von Angermünde und das bringen wir an die Leitung und dann geht richtig was durch und wir werden uns stabil in die Zukunft aufstellen können. Ja, Herr Bewer, eine Amtsperiode haben Sie jetzt hinter sich, aber offensichtlich noch nicht genug. Warum wollen Sie nochmal antreten? Ja, also ich habe tatsächlich auch nach 8 Jahren dieser auch vielen Arbeit und der aber auch sehr vielen schönen Momente, aber natürlich auch mal unschöne Momente, tatsächlich eine richtige Vorfreude auf Angermünde und die nächsten 8 Jahre mich hier weiter einzubringen für die Stadt und die Menschen, die hier leben, also im Rahmen der Stadtentwicklung. Wir haben viele Prozesse angestoßen, wir haben grundlegende Ausrichtungen angestoßen in der Liegenschaftspolitik. Wir haben Flächen gekauft und nicht verkauft. Dadurch haben wir uns die Möglichkeiten geschaffen, jetzt auch Wohnentwicklungen machen zu können, Schulentwicklungen machen zu können, am Bahnhof Flächen angekauft. Das sind alles Themen, die natürlich auch mit Fördermitteln verbunden sind. Wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo wir auch bei Fördermittelakquise sehr erfolgreich sind. Es bedarf aber langen Vorlaufzeiten, teilweise 4, 5 Jahre, ehe die Bürgerinnen und Bürger was sehen. All die Projekte und auch die Wahrnehmung von Angermünde im Land Brandenburg oder in der Bundesrepublik hat sich sehr positiv entwickelt. Wir haben viel mehr Anfragen für Zuzug, als wir momentan bedienen können. Und all diese Zutaten, wie ich sage, die zu der Angermünder Suppe gehören und die verdammt gut schmecken wird, die möchte ich jetzt sozusagen wirklich in den Topf bringen, die Suppe kochen und dann wird sie allen Angermündern schmecken, aber auch den neuen Menschen, die herkommen, die wir unbedingt brauchen, um uns als Kommune stabil aufzustellen. Das sind all die Aufgaben, die ich jetzt fortführen möchte und mich wieder an dieser Stelle 8 Jahre sehr intensiv mit all meiner Kraft und meiner Leidenschaft für diese Stadt dann auch einbringen werde. Sie haben ja gerade gesagt, die Suppe ist sozusagen eingebrockt. Das war ja so ein bisschen Ihr Slogan, als Sie angetreten sind, 2016. Ja. Die Zutaten sind da, jetzt muss gekocht werden. Ja. Wer schwingt denn den Kochlöffel und Sie möchten es gerne auslöffeln? Naja, den Kochlöffel schwingen wir natürlich im Grunde alle gemeinsam. Aber ganz wichtig ist, dass ein Verwaltungschef, ein Bürgermeister vorangeht sozusagen und mit Ideen und sozusagen Weitblick eine Stadt entwickelt. Wir haben viele Schritte angestoßen, die zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht relevant waren, aber die jetzt helfen. Zum Beispiel ein Ärztehaus am Bahnhof. Das können wir nur vom Standort her planen, weil wir schon vor 4 Jahren Parkplatzflächen auf der anderen Seite angekauft haben. Da war ein Ärztehaus noch gar kein Thema. Also diese weitsichtige Entwicklung einer Stadt, die funktioniert im Wesentlichen meines Erachtens aus der Verwaltung heraus mit einem Bürgermeister und dann zusammen mit den Stadtverordneten, wenn wir sozusagen die Gesamtstadt betrachten, dann natürlich aber auch mit Ortsbeiräten. Wir haben ja viele Entwicklungen auch in den Dörfern gehabt. Wir haben Dorfgemeinschaftshäuser neu gebaut, zum Beispiel in Wollitz und Biesenbroh. Wir haben sozusagen, jetzt sind wir dabei in Wilmersdorf, auf eine Feuerwehr anzubauen. Einen Radweg haben wir geschaffen, dieses Radwegekonzept muss weitergehen. Das sind alles Dinge, die wir als Verwaltung vorantreiben und natürlich dann in den letzten 8 Jahren mit großen Mehrheiten in der Stadtverordnetenversammlung auch immer beschließen konnten.
Und dieser Weg ist weiterzugehen, wobei wir jetzt ja vor einer Situation stehen, dass wir schon eine neue Stadtverordnetenversammlung haben. Die wird sich demnächst konstituieren und da müssen wir wieder in die Zusammenarbeit finden. Auf diese einzelnen Projekte können wir ja jetzt im Detail nochmal eingehen. Ja. Ihr Wahlslogan, oder Sie sagen ja immer, ich mache keinen Slogan, ich mache keine leeren Versprechen, aber auf Ihren Plakaten steht, wir haben viel geschafft und noch viel vor. Also was sind so die wichtigsten Projekte, wo Sie sagen, das haben wir in meiner Amtszeit 8 Jahre geschafft und was haben Sie vor? Ja. Also das viel geschafft meint wirklich, dass wir in den letzten 8 Jahren sozusagen einiges schon umsetzen konnten und viel vorbereiten konnten. Der wichtigste Tag in den letzten 8 Jahren war 2019 im Sommer, der Tag, an dem wir gesetzlich zum Mittelzentrum anerkannt wurden. Mit diesem Mittelzentrum-Status sind 2 wesentliche Dinge verbunden. Einmal natürlich eine finanzielle Zahlung, die wir vom Land kriegen, 800.000 Euro pro Jahr, die wirklich auch zu 100% bei uns im Stadthaushalt verbleiben. Das heißt, in den letzten 4 Jahren haben wir schon 3,2 Millionen zusätzlich bekommen. Das ist natürlich eine gute finanzielle Grundlage für viele Aufgaben, die wir haben. Aber das alleine würde nicht reichen, sondern die landesplanerische Möglichkeit, sich überhaupt flächenmäßig, einwohnermäßig entwickeln zu können, zu dürfen, das ist das eigentliche Pfund, was wir mit dem Mittelzentrum-Status jetzt erlangt haben. Man kann es anders vergleichen. Davor waren wir planerisch ein Dorf. Dörfer sollen sich, wenn überhaupt, nur sehr behutsam, sehr langsam und schon gar nicht wesentlich entwickeln. Wir sind jetzt Mittelzentrum. Alle Wohngebiete, die wir ausweisen, Gewerbegebiete, die wir ausweisen, all Themen von Stadtentwicklung würden uns nicht genehmigt werden von der gemeinsamen Landesplanung, weil die natürlich immer anzuhören ist, wenn wir diesen Status nicht erlangt hätten. Das ist aber erstmal per se nur eine Chance. Da müssen wir die Arbeit noch machen. Die haben wir dann gemacht mit dem integrierten Stadtentwicklungskonzept, was die Gesamtstadt im Blick hatte. Und wir haben Schwerpunkte in der Kernstadt rausgefiltert, wo wir Fördergebietskulissen rübergeben, wo wir Fördergebietskulissen anlegen. Ganz wichtig zu wissen ist, dass wir finanzmäßig so aufgestellt sind, dass wir viele Eigenmittel durchaus stemmen können, aber nie 100% der Summen, die wir brauchen. Deswegen sind wir auf Fördermittel angewiesen. Damit hat die Stadt gute Erfahrungen im Altstadtbereich. Und wir versuchen jetzt auch zum Beispiel in der Weststadt, im Bahnhofsviertel, in der Oststadt Fördergebietskulissen auszuweisen, um dann dort für Bauvorhaben in Fördermöglichkeiten reinzukommen. Da bin ich ganz guter Dinge. Wir haben auch in der Liegenschaftspolitik, und das war eine wesentliche Entscheidung vor einigen Jahren, einen Wechsel gemacht. Wir haben gar nicht mehr verkauft, sondern wir kaufen Flächen. Wir kaufen Flächen zusammen, auch Flächen von verschiedensten Eigentümern. In der Oststadt können wir jetzt zum Beispiel den Neubau einer Schule planen und ein Stadtquartier, weil wir dort über Jahre lang Flächen angekauft haben. Also mir war irgendwann klar, dass Gestaltung einer Stadt immer mit dem Zugriff auf Flächen zu tun hat. Ob man es dann immer selber macht oder jemand anderen beauftragt, das ist noch eine Frage. Aber wir sind aktiv in den Flächenankauf gegangen. Das waren Punkte, die waren meines Erachtens wesentlich. Dann haben wir ein weiteres Credo entwickelt für Angermünde. Wir leben ja so gerne hier, weil die Stadt eben diese Struktur hat, diese Überschaubarkeit hat und natürlich auch die Außenbereiche mit den Naturflächen, Biosphärenreservat, Nationalpark, UNESCO-Weltnaturerbe. Das ist ein Teil unserer Lebensqualität, den müssen wir bewahren. Angermünde muss auch in 15, 20 Jahren immer Angermünde sein. Das heißt, wenn man auf ein Satellitenbild schaut, die Umrandung der Kernstadt muss nach außen gleich sein und nach innen wollen wir aber verdichten. Also Innenverdichtung vor Außenerweiterung dauert ein bisschen länger, ist ein bisschen komplizierter, weil wir teilweise eben verschiedene Eigentumsverhältnisse haben, ist aber städteplanerisch auf Jahrzehnte gedacht sehr wertvoll, weil dann diese Stadtstruktur erhalten bleibt und wir Flächen, die gerade nicht genutzt sind, im Innenbereich in Nutzung nehmen für Wohnen, für qualitativ hochwertiges Wohnen. Da spielt natürlich unser Bahnhof eine Rolle, sozusagen der Anschluss nach Berlin, aber auch nach Stettin. In die beiden Metropolen ist ganz wesentlich. Da haben wir jetzt schon seit Jahren Flächen am Bahnhof angekauft und wie gesagt vor 4 Jahren auch Parkplatzflächen. Den können die Menschen jetzt schon nutzen, den haben wir vor wenigen Tagen in Nutzung genommen und sind auch sehr froh darüber. Die Parkplatzsorgen von so einer Stadt haben wir auf Jahrzehnte gelöst. Dann haben wir in der Innenstadt hier, wir befinden uns ja gerade im Haus Uckermark, uns natürlich auch noch ein paar großen Brocken angenommen und neue Begegnungsorte geschaffen. Das Haus Uckermark war ein Projekt, was in der Bauzeit komplett in meine Amtszeit fiel. Wir haben es umgesetzt, wir haben den Bürgergarten hinten gestaltet und damit der Stadtgesellschaft neue Identitätspunkte gegeben und Begegnungspunkte. Und das nächste große Projekt, was wir hier gegenüber angestoßen haben, ist die Brüderstraße 1718. Ein Bürgersaal, die Bauverwaltung, das Ordnungsamt, eine Stadtbibliothek und ein Stadtarchiv in dieses historische Gebäude zu bringen. Das war eine Entscheidung, da fiel die Grundsatzentscheidung schon 2018. Und jetzt sind wir in 2024 so weit, dass wir schon über 7 Millionen Fördermittel gesichert haben. Wir haben durch die SVV die Entwürfe beschließen lassen, sind jetzt dabei, den Bauantrag zu stellen und ich hoffe, dass wir 2025 anfangen können zu bauen. Und dann geben wir dieser Stadt, gerade vor dem Hintergrund der Innenstadtbelebung, nochmal ein wirklich wichtiges Fund mit. Und wir müssen uns immer bewusst machen, wir sind eine Stadt im ländlichen Raum. Also wir sind jetzt hier keine Großstadt, aber wir stemmen Vorhaben gemeinsam mit den Stadtverordneten, die schon beispielhaft sind. Und so sind wir auch unterwegs.
Mir noch ganz wichtig in meiner Zeit sind Themen wie gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklung, gemeinwohlorientierte Immobiliennutzung. Zwei Beispiele, die wir da auf den Weg gebracht haben, Haus mit Zukunft und Jugendtöpferei. Haus mit Zukunft, ein Projekt, was letztendlich aus uns heraus als Verwaltung nie hätte gestemmt werden können, aber wir haben Raum gegeben, wir haben Unterstützung gegeben und es haben sich Menschen gefunden, die das genutzt haben. Und so weit genutzt haben, dass wir mittlerweile da auch ein Förderprojekt einer Schweizer Stiftung drin haben. Wir haben beste Kontakte zur Hochschule Eberswalde erlangt dadurch. Die sind da aktiv und das sind Dinge, auch wie die Jugendtöpferei, wo ein Verein jetzt tätig ist, der ganz viel für Kinder und Jugendliche macht und im Grunde das Stadtangebot wesentlich bereichert. Ich glaube, die Vielfalt des kulturellen Lebens ist auch nochmal angestiegen, angewachsen. Und was mir ganz wichtig war, ist das Thema Kinder und Jugendliche. Wir haben einen Kinderneujahrsempfang eingeführt. Das können wir dann nochmal darauf eingehen. Und ein Kinderstrandfest und alles, was da ist. Die Verwaltung hat sich immens verjüngt in den letzten Jahren. Sozusagen, wir haben darauf geachtet, dass wir Menschen mit Lokalbezug einstellen, die im besten Fall auch in unserer Verwaltung groß geworden sind und sich jetzt wie meine Kämmerin oder unsere Fachbereichsleitung Bildung, Kultur und Soziales mit aller Leidenschaft für diese Stadt einbringen. Also wir sind jetzt gerade an einer Phase, wo wir, sag ich mal, wirklich voller Vorfreude und Energie einfach drauf losarbeiten wollen und weiterentwickeln wollen. Und die Fördermittelbescheide der letzten Tage geben uns auch recht, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ich greife das Stichwort Mittelzentrum nochmal auf, was Sie ja immer sehr betonen, dass das überhaupt die Voraussetzung für alles ist, was jetzt gerade hier entsteht. Jetzt ist ja Angermünde eins von vier Mittelzentren in der Uckermark. Die vier großen Städte, Templin, Prenzlau und Schwedt. Fühlen Sie sich denn wie eine Familie in der Uckermark? Also ich bin immer offen sozusagen für Familie, aber wir müssen auch realistisch auf die letzten 8 Jahre schauen. Und gerade beim Thema Mittelzentrum muss man sagen, dass der Weg für uns als Angermünde nicht einfach war. Wir mussten gegen Widerstände kämpfen, ganz klar ankämpfen sozusagen. Umliegende Städte, auch Schwedt zum Beispiel, Eberswalde, waren von der Idee nicht begeistert, dass wir auch Mittelzentrum wären. Ich habe es nicht verstanden, weil die Stärkung des ländlichen Raums durch ein viertes Mittelzentrum in der Uckermark ist eigentlich das, was sich jede ländliche Region wünschen würde. Wir haben diesen Kampf aber, ich sag's mal, gewonnen. Wir haben mit vielen Unterstützern das Land überzeugen können. Das war ja unsere Zielrichtung. Und in der Anhörung im Landtag wurde ich damals gefragt, das hat mich ein bisschen irritiert, was ich denn von den Abgeordneten möchte. Und ich habe mir dann überlegt, die Antwort, behalten Sie Ihr Geld, geben Sie mir die Chance. Und genau das umschreibt das in kurz sozusagen, dass wir hier natürlich Geld kriegen, aber die Chance, wenn wir sie nicht bekommen hätten, landesplanerisch, dann hätten wir uns abstrampeln wollen, wie wir können, es wäre nichts geworden. Wir müssen aber diesen Zuzug über sozusagen Stadtentwicklung erzeugen, weil wir generieren uns aus Schlüsselzuweisungen pro Einwohner, also Geld vom Land, was wir pro Einwohner kriegen, Einkommensteuer, Gewerbesteuer, das sind alles Themen, die sozusagen für eine Kommune immens wichtig sind. Und deswegen ist das meines Erachtens die wichtigste sozusagen Arbeit gewesen bis zum Mittelzentrum, aber eben nicht nur die Arbeit dann abgeschlossen, sondern eigentlich war es der Beginn der eigentlichen Arbeit, Angermünde in die Zukunft zu führen. Insbesondere die Rivalität mit Schwedt hat da sicherlich viel Energie gekostet. Ja. Irgendwann hat ja dann Eberswalde diesen Widerstand aufgegeben, weswegen dann der Weg frei gewesen ist, überhaupt im Mittelzentrum zu werden. Der nächste Punkt, der dann zwischen der oder diese Rivalität ausgemacht hat, war der Streit, der ja auch ganz massiv geführt wurde, um das Amt Oder-Welse. Das ist jetzt per Gesetz weitestgehend Schwedt zugeschlagen worden, Angermünde. Dadurch, dass es Mittelzentrum geworden ist, war ja durchaus eine Perspektive. Ein Punkt ist noch offen, der wichtigste in dieser Schlacht, sage ich mal, nämlich Pinno. Wie sehen Sie die Zukunft von Pinno? Was wird da passieren? Also Pinno hat ja damals die Entscheidung getroffen, eben noch keine zu treffen und sich mitverwalten zu lassen. Das war dann die Entscheidung, die das Land getroffen hat. Aber Pinno selber wollte ja eigentlich von Angermünde mitverwaltet werden. Das war ja der Ursprung. Wollte sozusagen die damalige Gemeindevertretung wollte das. Dann gab es noch eine Bürgerumfrage. Da war es dann knapp sozusagen. Und wir haben uns immer, und die Beschlüsse sind ja da, wir haben damals alle Beschlüsse gefasst, um Pinno mitzuverwalten oder eingemeinden zu können. Wir haben aber auch immer gesagt, wir begegnen den Pinnoern mit Respekt und nicht mit Vereinnahmung. Wir haben immer inhaltlich Gespräche geführt und es wäre für den ländlichen Raum schon sinnvoll, weil einfach tatsächliche Lebensverflechtungen der Pinnoer nach Angermünde ja bestehen. Zum Beispiel Grundschüler aus Angermünde gehen an die Grundschule in Pinno. Die Pinnoer fahren eher nach Angermünde zum Einkaufen, zum Arzt und allem, was dazugehört, als nach Schwedt.
Da gibt es sozusagen Vereinsverbindungen über Jahrzehnte. Es wäre also von der reinen Betrachtungsweise der Lebensbeziehung, würde Pinno sehr gut zu Angermünde passen, sozusagen. Wir könnten darüber dann auch natürlich sozusagen Gewerbegebietsflächen in unserem Stadtgebiet noch mit weiter entschließen und entwickeln. Und wir sind da nach wie vor offen, die Beschlüsse bestehen. Im Grunde müssen natürlich die Pinnoer entscheiden, in welchen Weg sie gehen wollen. Und vielleicht haben sie jetzt ja, nachdem die anderen Gemeinden schon zu spät gegangen sind, jetzt auch schon ein paar Erfahrungswerte. Und unser Angebot steht nach wie vor. Ein Thema, was auch die gesamte Uckermark betrifft, ist ja das große Thema Transformation. Das ist so ein Schlagwort der Zeit. Ja. Wie kann denn Angermünde von diesem Prozess, an dem ja auch sehr viel Geld hängt, sehr viele Fördermittel hängen, partizipieren? Ja. Und wo sehen Sie da die größten Herausforderungen? Also wir haben damals darauf geachtet, als so dieses Thema aufkam, dass in den Transformationsgeldern oder in dem Förderprogramm, in den Gedanken, die dazu entwickelt wurden, Schwedt vorkam, das war klar, aber auch die Uckermark, also wirklich der ländliche Raum. Das ist kein Transformationsprozess für die Stadt Schwedt, sondern für die Uckermark. Ich sehe darin eine Riesenchance. Wir haben dann überlegt, welche Rolle können Angermünde in diesem Transformationsprozess einnehmen. Wir sind nicht der Industriestandort, wollen wir auch gar nicht. Wir haben keine Großindustrie, kein Großgewerbe, wenn dann eher der Mittelstand. Was sind unsere Stärken? Und da kam dann relativ natürlich schnell zur Herausarbeitung, dass wir umgeben sind von Landwirtschaft, von viel ökologischer Landwirtschaft im Biosphärenreservat. Wir haben einen Nationalpark, UNESCO-Weltnaturerbe, wir haben verschiedene Stiftungen hier. Eine Michael-Suko-Umweltstiftung, die Michael-Otto-Umweltstiftung ist hier tätig. Wir haben den NABU hier, wir haben eine Hochschule Eberswalde für nachhaltige Entwicklung. Mit all diesen Partnern, die kann man mittlerweile als Partner bezeichnen, haben wir gesprochen und haben überlegt, welchen Anteil können wir bei der Transformation einnehmen. Und Transformationen, die wir uns gerade ausdenken, ich sage mal 5%, nennen wir es mal Fachleute, die sind ja für 95% der Bevölkerung dann da, die Gedanken und Ideen, die das ja mitleben müssen, was da sich jetzt ausgedacht wird. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass wir hier, sagen wir, in Angermünde das Thema Bildung zur Transformation komplett neu denken müssen und aufstellen. Weil wir müssen erreichen, dass diese Menschen und die jetzt in den Schulen und Kitas sind ja die Kinder, die diese Transformation später leben müssen, dass sie also so gebildet werden, dass sie über Programme, die in Kitas und Schulen laufen, so aufgebaut werden, dass es später Menschen sind, die diesen Gedanken für Nachhaltigkeit und Klimaschutz so verpflichtet sind, innerlich verpflichtet, dass man sie nicht überzeugen muss, dass sie nicht von Verzicht sprechen, sondern von Investition. Und da sind die Voraussetzungen bei uns einfach ideal, weil wir haben die Landschaften, wir haben die Infrastruktur dafür, die Nähe zu Berlin, wir haben die Stiftung, wir haben eine Hochschule Eberswalde. Ein großes Ziel von mir ist es, zum Außenstandort der Hochschule Eberswalde in Angermünde zu kommen, für ein, zwei Lehrfächer sozusagen. Das sollte hier in Angermünde zukünftig möglich sein, weil eh von der Hochschule ganz viel im ländlichen Raum um Angermünde schon passiert. Und das ist unsere Idee, die wir dann mit der Überschrift Transformationszentrum Uckermark in Angermünde betitelt haben. Also im Grunde eine Bildungskomponente, die, und das ist jetzt ganz wichtig, natürlich kleinteiligere Wirtschaft, keine Großindustrie anzieht, also Unternehmen, die in diesem Nachhaltigkeitsbereich unterwegs sind. Wir haben die Idee eines klimapositiven Südquartiers entwickelt, also ein Gewerbegebiet hier in Angermünde, was klimapositiv ist von der Energieversorgung her und wo man dann zukünftig, und das ist jetzt ein wesentlicher Unterschied zu anderen Gewerbegebieten, nicht nur eine Parzelle bekommt und sich dann eben dort mit seinem Business niederlässt. Bei uns kommt man den Netzwerkanschluss an Hochschule, an Stiftungen, an den NABU, an all diese Institutionen. Das liefern wir als Stadt dann mit, weil dort sozusagen ganz viel Wissen auch verarbeitet wird zwischen Wissenschaft und dann eben einem Gewerbe und einer Hochschule. Das sind also Voraussetzungen, die wir hier in Angermünde durchaus bieten können. Und wir sind ja auch schon in Gesprächen mit der Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg, so ein Gewerbegebiet auf den Weg zu bringen, also ein thematisches Gewerbegebiet, was auch zu unserer Umgebung passt, was, glaube ich, ganz wichtig bei uns auch im produzierenden Gewerbe dann sein könnte, ist biobasierte Baustoffherstellung. Da sind wir schon in Austausch, auch mit der Hochschule zu Paludikultur, mit Bauhaus Erde ist da mit im Boot. Da sind ganz verschiedene Institutionen dabei, sozusagen auch Bundesministerien, die sich dafür interessieren, wie wir also auch in der Bauwende nachhaltig bauen können. Und wir wollen sogar schon im Rahmen unseres Projektes Brüderstraße biobasierte Baustoffe mit anwenden und immer weiter diesen Weg gehen, sodass wir uns dann als ein Bildungsstandort in diesen Themen Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, biobasierte Baustoffe erarbeiten und nicht nur den Bildungsaspekt, sondern auch genau das Gewerbe herbringen, was dann diese Anforderungen weiter erforscht und auf den Markt bringt.
Also Sie haben jetzt schon ganz viel zum Thema Wirtschaft gesagt, was die Stadt tun kann für Neueinsiedlungen oder auch für die Unternehmen, die schon da sind. Aber die Unternehmen brauchen ja auch Mitarbeiter. Fachkräftemangel ist ein großes Thema. Was kann die Stadt da tun oder tut sie bereits, um gut ausgebildete Fachkräfte und junge Leute hier in der Stadt zu halten oder anzulocken? Also da bedarf es auf alle Fälle, und das haben wir in Gesprächen jetzt festgestellt, dass durchaus qualifizierte Fachkräfte kommen würden wollen und dann keine Wohnung finden. Oder kein Haus, kein Grundstück, je nachdem sozusagen. Und da sind wir jetzt auf dem Weg, stadtnah, wirklich hier innenstadtnah, 500 Meter vom Marktplatz ein Wohngebiet zu erschließen mit ungefähr 60 Einheiten. Ich denke, das wird in 25 dann auch an den Markt gehen. Das ist ein kommunales Vorhaben in Kombination mit jemandem Privaten. Dann gibt es ein weiteres privates Vorhaben, das sind dann vielleicht so 1,5, 2 Kilometer zum Stadtkern entfernt. Auch ein Eigenheimgebiet. In der Oststadt denken wir komplett über Geschosswohnungsbau nach, modernen, barrierefreien Geschosswohnungsbau. Und wir haben sozusagen in verschiedenen Teilen der Stadt jetzt schon auch noch weitere private Vorhaben, die zumindest schon einen Aufstellungsbeschluss gefasst haben. Eins relativ nah am Bahnhof, da könnten dann auch durchaus 200 Wohneinheiten entstehen. Wir sortieren die Stadt. Also das sind so Dinge, wo wir sagen, diese Angebote müssen einfach da sein. Wir müssen aber auch unsere vorhandenen Wohnungsunternehmen animieren, zu renovieren und modern auszustatten. Die Gebäude haben meistens nicht den Standard, den die Menschen heute wollen. Das ist also ein Faktor, den wir machen. Was wir dabei nebenbei machen, ist, weil wir hoffen ja, dass diese Fachkräfte auch Kinder mitbringen, Kitas zu entwickeln, Schulen zu entwickeln. An einer Grundschule, wir haben ja zwei davon, staatliche, bauen wir gerade für 7 Millionen Schulergänzungsbau an, sozusagen, dass die Bedingungen für die Kinder und die Lehrer sich verbessern. An der Puschkin-Schule der zweiten planen wir den Neubau, haben jetzt aber schon mal die Sporthalle saniert. Also wir müssen die Bedingungen auch für die Kinder schaffen. Und ganz, ganz wichtig sind weiche Standortfaktoren wie Kultur. Kultur ist ganz wichtig. Die Menschen schauen sich schon an, nachdem sie dann sozusagen die Arbeit getan haben, was bietet denn sozusagen die Kulturlandschaft an. Und da bieten wir erstmal eine ganze Menge an. Im Sommer manchmal auch zu viel, man weiß gar nicht, wo man hingehen soll. Aber wir sind, und daran wird es, glaube ich, auch ganz deutlich, welche Aufgabe da auch durch die Stadt mit den Vereinen und Kulturschaffenden hier geleistet wird. Wir sind jetzt Landmusikort 2024 geworden. Das ist eine hohe Auszeichnung, bundesweit erster Preis. Und das macht deutlich, dass wir auch als Verwaltung natürlich mit den Kulturschaffenden diese Kultur leben, sozusagen auf die Wiese bringen wollen, in den Bürgergarten bringen wollen, sozusagen vielleicht aber auch in die Landschaft bringen wollen. Da haben wir noch tolle Vorstellungen, die man umsetzen könnte. Wir haben Kino wieder eingeführt, nicht jeden Tag, aber alle 2 Wochen. Wir sorgen dafür, dass die Innenstadt belebt wird. Das sind alles so Themen, die ganz wichtig sind. Und die Mobilität, selbst wenn die Leute hier arbeiten, sie wollen natürlich auch mal nach Berlin oder Stettin. Da haben wir schon über den Bahnausbau gesprochen. Wir haben die Parkplätze geschaffen. Also wir müssen letztendlich neben dem reinen Arbeitsplatz, was ja der Unternehmer machen muss, ein Komplettangebot machen, dass man eigentlich nicht mehr weg will, wenn man einmal hier war. In Angermünde sind auch einige freie Schulen. Sie hatten eben die staatlichen Schulen angesprochen. Inwieweit ist das aus Ihrer Sicht ein besonderes Angebot? Können Sie vielleicht nochmal sagen, welche Schulen das sind? Ganz wichtiges Puzzleteilchen. Also wir haben 2 staatliche Grundschulen, da sind wir ja Schulträger. Dann haben wir eine Oberschule, auch ganz wichtig für die Einwohnerinnen und Einwohner, ein Gymnasium. Und dann haben wir eine freie Schule, die seit über 10 Jahren hier tätig ist und auch sehr erfolgreich mit einer Grundschule und einer Oberschule. Und weil der Bedarf dort höher war an Plätzen als das Angebot, hat sich eine zweite Initiative gegründet, die Freie Draußenschule, die angefangen hat hier in der Kernstadt, aber perspektivisch nach Greifenberg gehen kann, unserem Subzentrum, also der etwas größere Ortsteil mit ungefähr 700 Einwohnern. Dort haben wir sozusagen für einen symbolischen Preis ein Gebäude übertragen, zur Verfügung gestellt zur Entwicklung. Und wenn das auch noch klappt, haben wir 2 Schulangebote im freien Sektor. Und das sind Puzzleteilchen, wonach Menschen suchen, Entfernung von Berlin. Und ich habe sogar im Zug mal Personen getroffen, die fragte ich, warum sie denn nach Angermünde gekommen sind. Sie sagten, unter einer Stunde Zug fahren und eine freie Schule. Das waren ihre Parameter für die Standortentscheidung. Das können wir alles bieten und jetzt noch in einer größeren Variation. Und das sind Dinge, über die wir sozusagen nicht nur bescheiden uns freuen sollten, sondern in Zukunft, da gibt es sogar eine Stelle bei uns im Rathaus, Standortmarketing, also Lebensstandortmarketing. Wir müssen es ab einem bestimmten Punkt bewerben, auch Richtung Berlin und Richtung Stettin, dass hier Zuzug möglich ist, wenn wir jetzt die Wohngebiete auch sozusagen an den Start kriegen. Das ist immer Parallelentwicklung, aber wir werden an den Punkt kommen, wo wir uns bewerben um Einwohner. Sie haben vorhin zum Thema Fachkräftemangel Bildungsangebote genannt. Haben Sie Bedenken, dass Sie da wieder in einen Konflikt kommen mit Schwedt? Weil da wird ja jetzt im Zuge der Transformation unterstützt vom Landkreis ein Lehrtechnikum aufgebaut. Ein Internat ist ebenfalls
geplant, um dann eben junge Menschen auch vor Ort beschulen zu können, damit die nicht in den Genuss kommen oder in den Zwang kommen zu pendeln. Mhm. Sehen Sie da eine neue Konkurrenzsituation oder ist das etwas, was sich dann am Ende ergänzt? Was ich ergänzen sollte, weil es sollte ja nicht bei diesen Bildungsangeboten in Schwedt sein, die sind ja dann nicht abschließend. Ich hatte schon so ein bisschen angedeutet, dass wir uns auf den Weg machen, auch in Abstimmung mit der Stadt Eberswalde und der Hochschule zu einem Außenstandort der Hochschule Eberswalde in Angermünde. Dann können wir sozusagen eine Zweigstelle der Hochschule werden und wir haben auch große Bildungsträger mit dem Angermünder Bildungs. Also ich glaube, dass die Vielfalt der Bildungsangebote erforderlich ist, notwendig ist und wir müssen immer eine Angermünder Komponente beitragen. Also dass wir nicht beliebig werden und ein Angebot könnte hier, da und da sein, sondern es muss immer einen Angermünde Bezug haben und dort werden uns Dinge einfallen, die sozusagen im Rahmen eines Bildungsstandorts dann auch wieder einmalig sind. Und ich denke schon, dass genau diese Anknüpfungspunkte zu den Stiftungen und den Partnern, die schon da sind, dann die Qualität unserer Bildung hier vor Ort auch ausmachen wird. Das hat sich ja auch wiedergegeben im Familienkompass, der Umfrage, die wir vor 2 Jahren gemacht haben. Wir haben jetzt aktuell den Bildungskompass laufen, da kann man dann die Ergebnisse nochmal überprüfen. Angermünde hat damals gute Noten bekommen, aber die Ausstattung und der Neubau in Angermünde, was Schulen angeht, ist auch immer ein Kritikpunkt und auch eine der Visionen, die Sie für eine mögliche kommende Neuwahl in den Raum gestellt haben. Ja. Also da geht es natürlich vor allen Dingen um unsere Puschkin-Schule, sozusagen ein Schulbau aus dem 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und die Überlegung war natürlich erstmal ein bisschen anzubauen und vielleicht ein bisschen umzubauen, aber dann wurde recht schnell klar, dass man die Lernanforderungen und die Arbeitsanforderungen für die Lehrer und die Schüler der nächsten 5 Jahrzehnte nicht abbilden kann durch einen Um- oder Anbau. Das sind heutzutage ganz andere Anforderungen. Deswegen die Überlegung, sozusagen ein kompletter Neubau als Quartiersmittelpunkt in der sogenannten Oststadt, da wo wir die Flächen zusammengekauft haben. Mittlerweile sprechen wir auch davon, dass es nicht nur ein Schulneubau ist, sondern ein öffentliches Gebäude mit der Hauptnutzung Schule, weil das ist natürlich der Großteil des Jahres, aber es gibt eben auch Wochenenden oder Ferienzeiten oder in den Abendstunden, wo das Gebäude dann ja eigentlich nicht genutzt wäre. Und dort wollen wir es natürlich auch der Stadtbevölkerung zur Verfügung stellen. Da können wir uns sozusagen auch eine Volkshochschule noch vorstellen, da können wir uns Vereinsräumlichkeiten vorstellen, alles was dann möglich ist, um multifunktionalen Gebäude zu nutzen, weil das ist dann auch letztendlich wirtschaftlich gesehen sinnvoll. Hauptnutzung aber natürlich Schule. Was wir jetzt währenddessen machen, sozusagen, ist natürlich, beide Schulen haben wir digitalisiert. Ja, und wir werden auch die Puschkin-Schule, weil das wird noch ein paar Jahre dauern, bis da ein Neubau steht, natürlich weiterhin renovieren. Wir haben die Sporthalle jetzt saniert für über 1 Million Euro. Also es wird weiter investiert, weil selbst wenn die Schule mal umzieht ins neue Gebäude, haben wir hier ein Gebäude 200 Meter vom Marktplatz, wo wir uns immer eine öffentliche Nutzung vorstellen können. Das könnte ein Familienhaus werden. Unsere Musikschule sucht Räumlichkeiten, die große Uckermärkische Musikschule, die könnten da einziehen. Also wird es Nutzung geben für öffentliche Nutzung, um die Innenstadt eben weiter zu beleben. Jetzt ist gerade diese Schule, hat man auch gemerkt, als es noch ein größeres Kandidatenfeld gewesen ist, so einer der Streitpunkte. Ja, es gab Kandidaten, die haben gesagt, das ist zu teuer, das kann sich Angermünde gar nicht leisten. Sie haben gesagt, nein, das ist wichtig für uns, das ist eine der Visionen, die Sie haben. Wie wollen Sie es denn finanzieren? Sie haben eben so viel über Investitionen gesprochen, aber ist es denn nicht möglicherweise doch richtig, wenn jemand sagt, wir müssen sparen und das Geld zusammenhalten und dürfen nicht irgendwelche Sachen im Haushalt einstellen, die wir uns vielleicht gar nicht leisten können? Also ganz wichtig zu wissen ist, dass die Stadt Angermünde keine Bauprojekte auslöst, die finanziell nicht abgesichert sind. Eine Idee beginnt eben immer erstmal mit der Idee und der Vorstellung der Wirkung dieser Idee, wenn sie umgesetzt ist. Parallel laufen dann verschiedene Prozesse an. Und im Rahmen der Oststadt läuft ein Prozess an, der ganz wesentlich auf dem Weg hin zu den Fördermitteln ist, die wir dann später brauchen. Die Stadt Angermünde wird nie aus Eigenmitteln solche Projekte stemmen können. Hat es in den letzten Jahrzehnten nicht getan, hat aber sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade im Bereich der Altstadtsanierung. Dort waren es dann die 80-20-Förderung, also 20% Eigenmittel, 80% gefördert. Diese 20% sind aber auch nie, wenn jetzt so eine Bausumme sehr hoch ist, auf einmal auf den Tisch zu legen. Das ist über Haushaltsjahre verteilt. Und alle Projekte, die wir jetzt angeschoben haben, wo diese Eigenmittel irgendwann mal erforderlich sind, die werden schon eingeplant und auch über Jahre angespart, sodass, wenn dann der Fördermittelbescheid kommt, wir auch wirklich an den Start gehen können. Dieser Schulneubau wird natürlich noch eine besondere Herausforderung von der Höhe der Summe, die wir da brauchen.
Deswegen sagen wir aber auch, als Einzelobjekt einfach nur eine Schule. Das ist jetzt, sage ich mal, in der Förderlandschaft nicht so sehr Besonderes, auch notwendig, aber nicht sehr besonders. Wir müssen schon inhaltlich mit den Projekten auch eine Landesregierung und die Ministerien überzeugen. Deswegen haben wir gesagt, wir entwickeln hier ein Stadtgebiet mit dem Zentrum Schule, nachhaltig, ressourcenschonend, alles was dazugehört nach aktuellsten Anforderungen. Und werden dieses Projekt aber nicht einfach nur als Stadtverwaltung mit den Stadtverordneten entscheiden, sondern im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsprozesses wirklich basisdemokratisch aufbauen mit allen Beteiligten, die darum eine Rolle spielen und inhaltlich eine Rolle spielen. Da konnten wir das Land schon überzeugen in einem Wettbewerb, haben jetzt 100.000 Euro bekommen für den Bürgerbeteiligungsprozess, den wir jetzt anstoßen. Wir sind dabei, eine Fördergebietskulisse auszuweisen in diesem ganzen Gebiet, so dass wir dann später für Einzelvorhaben, aber auch für Träger, die vielleicht dort dann als dritte Geschosswohnungsbau betreiben, dass sie auch in die Fördermöglichkeit mit reinkommen. Wir als Kommune natürlich für die Schule selbst. Und all diese Themen sozusagen werden jetzt aufgebaut, werden auch immer so aufgebaut, dass andere Kommunen sie auch nutzen können. Das Land möchte schon an unserem Beispiel mal darstellen, wie Stadtquartiersentwicklung 2024 für die nächsten 10 Jahre gedacht auch aktuell laufen kann, so dass es dann eine breite Basis hat und wir inhaltlich dann nicht nochmal komplett neu überzeugen müssen, sondern dann Ministerium sagt, okay, es ist ein Mittelzentrum, Bahn ist 2 Kilometer entfernt, das sind genau die Städte, die wir stärken wollen, hier ist ein guter Beteiligungsprozess gelaufen, ein tolles Projekt sozusagen, auch für Klimaschutz und alles, was da eine Rolle spielt, das wird gefördert. Und darauf kommt es am Ende an. Wir müssen inhaltlich überzeugen. So wie wir mit dem Projekt Brüderstraße überzeugt haben, ist eine sehr hohe Einzelförderung, die wir kriegen, ist eigentlich nicht üblich. Aber zu dem Thema Innenstadtbelebung und alles, was wir dort aufgefahren haben an Überzeugungskraft, dann sagt sich das Ministerium, okay, dann machen wir das. Und insofern ist das ein ganz langsam aufgebauter, stabil, stetiger Ablauf bis zu dem Punkt, wo wir sagen, und jetzt möchten wir bitte Förderung haben. Sie haben eben erzählt, 2018 ist der Grundsatzbeschluss Brüderstraße gefallen, haben eben prognostiziert, ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so schwierig, 2025 ist Baubeginn. Mhm. Geben Sie mal bitte eine Prognose ab, Puschkinschule, wann kann da Baubeginn sein? Oh, wann der Baubeginn sein? Also wir gehen jetzt davon aus, dass wir mit allem, was wir da tun, immer durchweg erfolgreich sind. Das heißt, der Beteiligungsprozess läuft jetzt über 1,5 Jahre. Der ist dann so abgeschlossen, dass wir sozusagen wirklich inhaltlich auch nochmal wirklich bereichert wurden durch den Beteiligungsprozess. Parallel dazu läuft jetzt gerade sozusagen schon mal ein Stadtplanungsprozess und verschiedene Aspekte, die eben bei einem B-Plan dann eine Rolle spielen. Nehmen wir mal, das läuft erfolgreich in diesen 1,5 Jahren auch weiter. Dann würde ich sagen, wenn wir dann ein Städtebauförderprogramm finden, was das abdeckt, würde ich sagen, brauchen wir ab da noch ungefähr 1,5 bis 2 Jahre, bis wir, sag ich mal, damit rechnen können, dass wir eine Förderung bekommen. Und wenn der Punkt erreicht ist, würde ich sagen, wenn die Förderung klar ist und schon die Prozesse gelaufen, also das Erste, was wir vorziehen würden, wäre der Schulbau. Also das ist das Allerwichtigste. Ja, wir würden im Zentrum anfangen und uns dann nach außen arbeiten. Und der Schulbau, ab da würde ich dann sagen, wahrscheinlich noch mal 3 bis 5 Jahre, bis die Schule steht. Es ist also wirklich lange, mir dauert das auch viel zu lange. Aber ich habe 2019 auch festgestellt, dass mir 5 bis 10 Jahre Vorlauf fehlen. Das sind alle viele Prozesse, die erst angeschoben werden müssen, sodass sie ins Rollen kommen. Und der Bürger, die Bürgerin, die sieht halt immer noch einen Bauzaun, sag ich mal, stehen und sagt sich, es passiert gar nichts, aber im Hintergrund passiert eine ganze Menge. Das wäre der Zeithorizont, deswegen ja die permanente Ertüchtigung des Bestandsbaus und der Weg zum Neubau. Thema Schule ist ja auch eine gute Überleitung zum Thema Kinder, wollten wir ja nochmal vertiefen. Angermünde hat sich jetzt auf den Weg gemacht, kinderfreundliche Kommune zu werden. Das ist ja ein Titel, eine Auszeichnung, die man sich erwerben muss. Ja. Was denken Sie, bringt Angermünde dafür schon an Voraussetzungen mit und was muss noch getan werden? Also ich glaube, dass wir schon eine ganze Menge mitbringen. Deswegen haben wir uns jetzt auch auf diesen Weg gemacht, nochmal dieses Siegel zu erlangen, weil da ein paar Anforderungen drin sind, wo wir sicherlich sozusagen noch eine Menge mehr tun können. Was mir ganz wichtig war mit Beginn meiner Amtszeit, ist sozusagen eine gewisse Hürde zwischen einer Verwaltung oder einem Rathaus und den Kindern sozusagen aufzulösen. Wir haben also angefangen zum Beispiel, und das war ist ein sehr erfolgreiches Format, ich hatte gehofft, dass andere Kommunen in der Uckermark mitziehen, den Kindern Neujahrsempfang. Und an einer Situation, die ich da immer wieder erlebe, möchte ich deutlich machen, was der Hintergrund dieser Überlegung war. Ich sitze dann da, beziehungsweise stehe im Ratssaal und begrüße 120 Kinder, die da vor mir sitzen auf dem Fußboden. Dann frage ich die, wer ich bin, sagen sie, der Bürgermeister. Dann frage ich, wo sie sind, im Rathaus. Und dann frage ich, wem gehört das Rathaus? Und dann sagen die, du. Meinen natürlich dir, aber was deutlich wird, ist, dass sie nicht verstehen, dass das ein öffentliches Haus und Gebäude ist. Und wenn ich dann sage, das gehört nicht mir, das gehört uns allen, dann gehen die Augen sowas von auf. Und wenn ich sage, heute entdecken wir das,
dann sind das Momente, die wir generieren, dass Kinder mehr Identität mit ihrer eigenen Stadt sozusagen entwickeln, natürlich auch mit einer Stadtverwaltung. Und was ich jetzt mittlerweile gerade auch in den Zeiten des Wahlkampfs merke, dass Kinder auf der Straße mich zu grüßen sozusagen. Ja? Und hallo, Herr Bürgermeister. Also sie verbinden, und das ist ja ganz wichtig, dass wir als Verwaltung auch vor der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung und demokratischen Prozessen sozusagen ein Bild vermitteln, dass man dort eine Verwaltung hat, die sich kümmert, mit der man reden kann, die ansprechbar ist. Wir haben Kinderstrandfest auf den Weg gebracht. Wir haben verschiedene andere, also ein Kinderfestival auf den Weg gebracht. Das sind alles so Angebote, die eine Stadt bereichern. Wir können aber nicht alles selber machen. Was wir machen, ist auch Vereine zu unterstützen, die viel Kinder- und Jugendarbeit machen. Wir haben einen starken Handballverein, die haben eine große Jugendabteilung. Wir haben Fußballvereine mit einer Jugendabteilung. Und dort fördert die Stadt nochmal direkter und konkreter, damit also Angebote sind für Kinder, gerade auch in diesem Bewegungsbereich. Wir selbst als Stadt haben 5 kommunale Kitas, aber nur in dem ländlichen Raum, also in den Dörfern. Wir haben jetzt endlich, das sind natürlich auch manchmal zeitliche Zufälle, aber es geschafft, in der Stadt, in der Kernstadt eine Kita zu kaufen, weil wir uns dort auf den Weg machen möchten, auch ein Angebot vielleicht in die Abendstunden hinein zu entwickeln, dass Menschen, die eben auch pendeln müssen, die in Schichten arbeiten, auch mehr haben. Wir haben vor Kitas oder haben schon Kitas umgebaut, modernisiert, wollen in einem Ortsteil eine komplett neue Kita bauen, mit einem Sportverein zusammenbringen und der Dorfgemeinschaft. Also letztendlich da auch wieder die infrastrukturellen Überlegungen, was ist für eine gute Kindererziehung notwendig, sozusagen, wie wachsen hier Kinder auf. Und was mir dann wieder ganz wichtig ist, gerade in diesem Kinder- und Jugendbereich, ist die Bildung. Und wenn die Kinder hier in diesen Naturlandschaften aufwachsen, dann ist es auch wichtig, dass sie eine Bindung dazu entwickeln. Das passiert nicht automatisch, das habe ich gemerkt, wenn ich mit Kindern im Rahmen der Ferienbeschäftigung im Stadtwald übernachte und sie nach dem Nationalpark frage, dann wissen nicht alle, wo der Nationalpark ist. Ein UNESCO-Weltnaturerbe haben sie auch noch nicht gehört. Das sind Kinder, die wachsen unter uns auf und haben keinen Bezug nach draußen. Und deswegen bilden wir jetzt mittlerweile über europäische Förderprogramme organisiert, auch Bildungsprogramme für Schulen an, Waldtage an und alles das, was da notwendig ist, dass die Kinder eine innere Bindung auch zu ihrer Landschaft aufbauen, weil ich sage mal, die Kinder, die jetzt in den Kitas sind, sind ja die späteren Rückkehrer. Und das ist also eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und wenn wir jetzt uns noch auf den Weg zur kinderfreundlichen Kommune machen, dann haben wir hier, glaube ich, ein breites Angebot für die Kinder in einer wunderbaren Stadt, in wunderbaren Ortsteilen, mit wunderbarer Landschaft. Insofern eigentlich beste Voraussetzungen für eine glückliche Kindheit. Sie haben eben so schön plastisch den Kinderneujahrsempfang geschildert. Das ist ja auch ein Teil Bürgernähe, ja, den Sie da praktizieren. Ihre Herausforderer oder Ihre Herausforderin fordert ja zunehmend mehr Transparenz und Bürgernähe, auch der Verwaltung. Ja. Wie stehen Sie dazu? Mhm. Das ist ja auch ein Kritikpunkt, der immer wieder laut wird. Also Bürgernähe, Bürgertransparenz oder Beteiligung ist mir ein sehr wichtiges Thema. Das sieht man daran, dass ich dann im Rahmen meiner Amtszeit das so weit verstanden habe, dass es wichtig ist, dass es auch eine freudvolle Aufgabe ist, dass sie aber organisiert sein muss. Es fordert Arbeitszeit. Deswegen habe ich eine Stelle geschaffen, die sich um die Bürgerbeteiligung auch dann professionell kümmern kann im Rahmen der Stadtverwaltung. Das passiert nicht nebenbei. Wir holen uns dann aber immer noch zu den Beteiligungsprozessen natürlich Profi-Unternehmen dazu. Transparenz hat auch ganz viel mit Informationen und Informationszugänglichkeit zu tun. Wir haben die Angermünder Nachrichten, sozusagen das, der redaktionelle Teil um unser Amtsblatt, ausgebaut, die Frequenz sozusagen erhöht. Das erscheint. Nicht zu vergessen, den Uckermark-Anzeiger. Ja, den auch sozusagen. Die gehören auch dazu, das ist richtig, da haben Sie natürlich recht. Wir haben eine Website komplett neu aufgesetzt, so wie sie heutzutage eben sein muss. Wir bespielen einen Instagram-Kanal, einen Facebook-Kanal. Wir haben, wie gesagt, verschiedenste Beteiligungsformate schon durchgeführt. Und dennoch begegnet mir immer wieder, ich weiß ja, davon weiß ich gar nichts, ich bin nicht informiert und so weiter. Wir geben sogar einen Newsletter raus, den man abonnieren kann. Was wir uns in Zukunft überlegen müssen, wie wir das noch weiter transportieren, weil eine Information macht nur dann Sinn, wenn sie auch sozusagen den Empfänger erreicht. Ja? Und da ist, glaube ich, und da sind jetzt schon Formatüberlegungen auch aus diesen Wahlkampfzeiten entstanden, dass wir als Verwaltung mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal im Jahr, weil Leute haben schon großes Interesse an Stadtentwicklung, aber wir müssen die Informationen irgendwie noch leichter zugänglich machen, dass wir also ein oder zwei Veranstaltungen machen, wo die gesamte Fachbereichsleiterebene über die verschiedenen Fachbereiche mit mir als Bürgermeister einfach über Stadtentwicklung nochmal im Rahmen eines offenen Formats informiert. Das wird natürlich gefilmt, das wird dann online gestellt, sodass auch jeder, der nicht dabei sein kann, einfach so alle halbe Jahre mal ein Update bekommt, was passiert eigentlich in unserer Stadt, wo geht's hin. In den Ortsteilen ist mir ganz wichtig, und da werden wir ein Format einführen,
dass wir Ortsrundgänge machen, mit aber dann dem Bauhof zusammen und dem Ordnungsamt, weil das sind so die wesentlichen Themen in den Ortsteilen, dass wir dann gleich vor Ort entscheiden können mit dem Bauhofleiter und dem Ordnungsamtsleiter. Das wird gemacht, das kann dann gemacht werden oder das ist eben schwierig, wird eine Zeit mehr dauern. Und dann wird es, und das merke ich jetzt auch gerade im Wahlkampf, auch einfach darauf ankommen, dass man mal ohne konkretes Thema zum Reden vorbeikommt. Ja, und wir werden auch ein Format einführen, nochmal Sommertour der Verwaltung. Das habe ich jetzt mit meinen Mitarbeitern auch schon besprochen, dass wir auch als Verwaltung und nicht nur immer ich als Bürgermeister, auch mein Team, was hinter mir steht, sozusagen in die Ortschaften kommen und natürlich ein Getränk dabei haben und mit den Leuten ins Gespräch kommen, in einem ganz ungezwungenen Rahmen. Also Sommertour der Verwaltung durch das Stadtgebiet, dass man uns erreichen kann und auch sehen kann. Und wir werden auch die Verwaltung mehr vorstellen. Die Leute haben Interesse, wer arbeitet da eigentlich? Und dort werden wir dann mit den sozusagen aktuellen Medien bei Instagram, den Reels, dann auch anfangen, Mitarbeiter vorzustellen, dass die Menschen ein Gefühl dafür kriegen, wer arbeitet da eigentlich, dass sie also das Gesicht der Verwaltung dann auch wirklich präsent haben. Sie können sich als parteiloser Bürgermeister nicht auf eine starke Fraktion im Rücken verlassen. Jetzt ist die SVV gerade neu gewählt worden, gesetzt den Fall, Ihnen gelingt die Wiederwahl am Sonntag. Wie sehen Sie denn da die Zusammenarbeit, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit, auch angesichts der neuen Struktur? Da wird man sich aneinander gewöhnen müssen. Wir haben ja die Hälfte der Stadtverordneten, die waren noch gar nicht dabei, sind wirklich neu. Und dort müssen wir die einzelnen Menschen kennenlernen. Eben ein paar kenne ich, sage ich mal, aus dem Stadtbild, die jetzt dazukommen, aber natürlich noch nicht in der Eigenschaft eines Stadtverordneten in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Da werden wir am Anfang der Zeit als Verwaltung sozusagen auch sehr viele Formate anbieten, wo diese Abgeordneten überhaupt die Möglichkeit haben, sich reinzudenken. Dass sie also nicht nur sich selbst das erarbeiten müssen, wir nochmal einen Überblick geben, einen Input, wo stehen wir, was sind aktuelle Beschlüsse, welche sind in Umsetzung, dass sie also am bestimmten Wissensstand dann auch einsteigen können. Und dann kommt es mir wirklich darauf an, und das war ja auch in den letzten Jahren der Fall, dass man die Einzelpersonen kennenlernt und deren Geschichte und dann guckt, wie man für die Stadt gemeinsam Dinge umsetzen kann. Das ist ja auch ein Kritikpunkt jetzt im Wahlkampf gewesen, die Zusammenarbeit mit den Stadtverordneten. Dazu sind zwei Dinge zu sagen. Einmal ganz rein inhaltlich, alle wesentlichen Beschlüsse, die wir fassen für Stadtentwicklung, sind immer Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung. Ich bin nur eine Stimme, es gibt 22 andere. Und alle wichtigen Beschlüsse fassen wir mit deutlichen Mehrheiten über 8 Jahre. Also so viel zu der praktischen Zusammenarbeit. Aber dann kommen natürlich die Zwischentöne. Und das, sage ich immer so schön, hängt von beiden Seiten ab. Wir werden weiter daran arbeiten sozusagen und auf Abgeordnete natürlich zugehen. Ich sage auch immer zu Abgeordneten, nutzen Sie uns als Verwaltung auch für Ihre Vorhaben und Ideen. Und ich hoffe, dass auch Abgeordnete sagen, mit einer neuen Wahlperiode gehen wir wieder frisch aufeinander zu. Mein Team ist dazu bereit, ich bin es auch. Und dann werden viele neue dazukommen. Und ich glaube, das ist auch eine Chance, bestimmte eingefahrene Wege jetzt nochmal zu verlassen und einen Neustart hinzubekommen. Ein Kritikpunkt, Sie hatten es ja schon kurz erwähnt, war ja auch oder ist ja auch, dass die Ortsteile sich nicht genug eingebunden fühlen. Sie hatten ja jetzt gerade schon ein paar Vorschläge gemacht, wie Sie sich auch Gedanken machen, mit der Verwaltung das aufzuheben. Ja, also das ist mir in verschiedenen Ortsteilen begegnet. Manche Ortsteile sind zufrieden, es hängt natürlich auch immer vom Ortsbeirat mit ab. Aber was sozusagen der Wunsch ist, dass ich öfter vorbeikomme. Ich habe es an einem Ortsteil, wurde es mir humorvoll übermittelt. Die haben gesagt, Herr Bewer, kommen Sie doch zu jedem Dorffest, begrüßen Sie, bleiben Sie 2 Stunden und bevor der harte Abend beginnt, können Sie dann auch wieder gehen, dass man mal da war. So, was ich aber meine in der Zusammenarbeit mit den reinen Ortsbeiräten, war ich sehr unterschiedlich hoch frequentiert in den Ortsteilen, je nach Themen. Was nie passiert ist, wenn mich ein Ortsbeiratsmitglied oder Ortsvorsteherin, Vorsteher anruft und sagt, kommen Sie bitte mal vorbei, dass ich dann sage, nein, ich komme nicht. Also alle haben meine Nummer, auch die Neuen werden meine Nummer kriegen. Und das heißt, ich bin auch darauf angewiesen, auf dieses Einander-Einladen, also das Ortsteil auch Bescheid geben. Was für mich wenig Sinn macht, vielleicht menschlich irgendwie verständlich, aber wenn man mir nach 2 oder 3 Jahren mitteilt, dass ich 3 Jahre nicht da war, dann sage ich mir, bitte anrufen und dann komme ich, wenn Gesprächsbedarf ist. Ich verstehe aber auch, dass natürlich die Menschen wissen wollen, dass das ein Impuls ist, der von uns auskommt. Also auch von mir als Bürgermeister. Und ich muss einfach in den nächsten 8 Jahren, sag mal, ein bisschen weniger in diesem Bereich arbeiten und ein bisschen mehr in diesem Bereich sozusagen in den Ortsteilen vor Ort sein. Es gibt ja auch Ortsteile, in Görlsdorf mähe ich den Park mit, in Stolpe am Turm, sozusagen in Schmiedeberg mit dabei. Also es sind schon viele Dinge, die sind gut und manche Ortsteile, sozusagen, da kann es auf alle Fälle besser werden. Ja.
Ein wichtiges Thema in den Ortszellen ist ja auch die Mobilität, die Verkehrsanbindung für den öffentlichen Nahverkehr. Welche Ideen haben Sie da, das zu verbessern? Wo sind Grenzen als Stadt? Also die Grenzen im öffentlichen Personennahverkehr oder der allgemeine Ruf nach mehr Bus im ländlichen Raum ist sozusagen mal ganz nüchtern zu betrachten. Und wenn man es nüchtern betrachtet, kostet momentan der Kilometer Bus, öffentlicher Bus, ungefähr 1,60 Euro pro Kilometer. Meines Erachtens, da bin ich auch viel im Austausch mit dem Uckermärkischen Verkehrsunternehmen, ist der Ruf nach mehr Busverbindungen schlichtweg nicht finanzierbar, nicht bezahlbar. Wir müssen, glaube ich, Busse, wenn sie denn fahren, intelligenter einsetzen, bedarfsgerechter einsetzen, außerhalb von starren Busfahrplänen. Das ist, glaube ich, im ländlichen Raum mit eine Lösung. Wir haben ja das Glück, dass wir hier das Rufbussystem schon mal haben. Es ist aber auch so gut genutzt, dass wir feststellen, sozusagen, es müsste eigentlich noch mehr Rufbus sein, also weniger starr, mehr flexible Angebote. Als Stadt Angermünde haben wir ein paar Ortsteile, die von unserem Tourismusstandort oder von uns als Tourismusstandort profitieren, weil wir dann touristische Linien fahren lassen, die wir auch mitfinanzieren. Und manche Ortsteile sind bei uns 7-mal am Tag angebunden, kleine Dörfer, durch die touristischen Linien. Aber die, die nicht auf den Linien liegen, haben natürlich dann das Thema, wie läuft es denn bei denen? Wir haben, und da sehe ich schon mit eine Lösung, gerade in dem Angermünder Bereich, mit Entfernung zu den Ortsteilen von 3, 5, 10 oder vielleicht auch 15 Kilometern, wenn wir dieses Radwegekonzept so umsetzen, dass über verschiedene Wegeverbindungen in die Kernstadt eine Möglichkeit besteht, auf einer gut asphaltierten Fläche, abseits vom Kfz-Verkehr, sich mit E-Mobilen zu bewegen. Und da zähle ich E-Fahrräder dazu, Elektrorollstühle dazu. Es gibt auch diese vierrädrigen Gefährte für ältere Menschen und auch vielleicht die Kinder mit ihren Rollern. Und ich habe so viele schöne Briefe jetzt letztens bekommen aus einer Kita. Da will Fritzi eben seinen Kumpel Erwin im Nachbarort besuchen, alleine als 5- oder 6-Jähriger oder 7-Jähriger. Das kann er nicht, weil er müsste auf der Bundesstraße fahren. Und das macht er nicht. Und wenn seine Eltern ihn nicht fahren, kommt er dann nicht hin. Es hat also viel mehr sozusagen mit sozialer Teilhabe zu tun, als der normale Radfahrer, der da irgendwie unterwegs ist. Ich glaube aber, dass in diesem Thema, gerade auf diesem Kurzstreckenbereich, große Potenziale bestehen, wenn wir, den Menschen anbieten, sicher von A und zurück nach B und zurückzukommen. Und deswegen ist das eine große Aufgabe für uns in Angermünde, die touristische Nebeneffekte hat, aber mir geht es um den Alltagsradverkehr. Und wenn wir das auf den Weg bringen, dann werden wir einen großen Teil dieser Mobilität sozusagen in diesen Individualbereich verschieben, aber eben auch weg vom Auto, weil eben nicht jeder noch Auto fahren kann oder eins hat. Da bin ich guter Dinge, dass das wirklich was bringen wird im ländlichen Raum. Das ist ja so ein guter Übergang zu zum Thema Senioren. Für die ist es ja eben auch ganz wichtig, diese Mobilität im Kritikpunkt. Die wünschen sich natürlich 5-mal am Tag den Bus ohne große Wartezeiten. Ja. Wird sich der Einzelhandel in Angermünde nicht besonders freuen, weil die Wartezeiten überbrücken Sie ja dann gern im Café oder beim Einkaufen. Also laut Statistik sind 70% der Bevölkerung 50 plus. Mhm. Wie stellt sich denn die Stadt darauf ein, ohne jetzt, abgesehen davon, dass Sie ja Zuzug von sich wünschen oder dafür kämpfen und die Stadt verjüngen möchten? Stellt sich die Frage, ob es nicht das Ziel ist, diese Prozentzahl zu senken, indem Sie eben junge Leute dazu. Also ich habe mir auch noch mal diese Zahl geben lassen, sozusagen ganz aktuell sind wir ungefähr bei 56%, also es sind eben nicht ganz 70, aber natürlich unabhängig, ob nur 70, 60 oder 50, ist das natürlich eine Frage. Es gibt auch Menschen, die im hohen Alter noch zu uns ziehen, sozusagen habe ich auch konkrete Begegnungen gehabt von Menschen, die eben das nicht eigentlich bis zur Ostsee schaffen wollten, aber da ist es zu teuer, in Berlin ist es zu groß und dann landen sie genau in der goldenen Mitte eben bei uns. Wir müssen also auch dafür attraktiv sein, was da attraktiv ist für Menschen, die in diesem Alter zu uns kommen, dass wir ihnen Begegnungsräume anbieten können im Rahmen der Stadtgesellschaft, wo sie schnell in Kontakt kommen. Das ist für ältere Menschen dann manchmal nicht so ganz einfach, wenn sie nicht schon immer hier gelebt haben. Was, glaube ich, auch wichtig ist, wir müssen da ein bisschen differenzieren zwischen einer Infrastruktur in der Kernstadt, die sicherlich für ältere Menschen auch noch halbwegs gut im Rahmen der Kernstadt erreichbar ist, und den Dörfern. Und in den Dörfern ist es ja häufig so, dass dann ältere Menschen so lange auf ihrem Gehöft leben, bis es eben irgendwie nicht mehr geht. Und dann müssen sie leider eben in eine Kernstadt und dort dann ins Pflegeheim oder ins Altenheim. Ich glaube, diesem Thema sollte man sich nochmal gut widmen, durch die Ortsteile verteilt. Es gibt schon erste Überlegungen von Privaten, aber von uns, dort altersgerechtes Wohnen in Ortsteilen zu schaffen, dass die Leute im Sozialraum bleiben können, eine Wohnung beziehen. Es ist dann nicht mehr das große Gehöft und dann wird vielleicht das große Gehöft schon mal frei für eine Familie, die da kommen könnte. Und die Miete für die Wohnung kann ja dann aus dem Verkaufspreis sicherlich auch generiert werden. Also so müssen wir uns auch die Bedingungen in den Dörfern angucken. Was für mich in den letzten Monaten noch mal so richtig präsent geworden ist, dass Teilhabe eben auch mit Mobilität zu tun hat. Und wenn ich in Dörfern
seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten keine Gehwege habe und die Menschen dann mit dem Rollator aufs Kopfsteinpflaster sollen und das die einzige Wegeverbindung im Dorf ist, dann ist das meines Erachtens nicht mehr zeitgemäß. Also wir werden uns angucken, dass wir natürlich nicht auf beiden Seiten am Anfang, aber wo sind Gehwege noch zu schaffen, dass ältere Menschen im Dorf sich auch noch mal begegnen können, noch mal raus können, sozusagen, weil es scheitert dann manchmal am Hoftor. Weiter geht es nicht. Und das kann es meines Erachtens zukünftig auch nicht sein. Wenn wir wieder auf die Kernstadt reflektieren, sind natürlich ist ganz wichtig die Zugänglichkeit zu den Angeboten, die schon da sind. Wir haben eine ganz breite Angebotsvielfalt in Angermünde, in diesem Seniorenbereich, über die reine Pflege, über Weiterbildung, über Bildungsangebote, über Ausflugsangebote und so weiter. Und da sind wir wieder an dem Punkt der Transparenz, beziehungsweise wie kriege ich diese Informationen? Und da sind wir ja Teilhaber in dem Pakt für Pflege, organisieren also die Angebote in der Stadt über die Angebotsträger jetzt als Verwaltung, auch mit einer Stelle in der Verwaltung, weil es ist tatsächlich so, dass Menschen nicht das Angebot kennen, was 100 Meter weiter schon existiert. Und das kann es eben auch nicht sein. Und da sehen wir uns als Verknüpfungsstelle und als Anlaufstelle, dass wenn Menschen etwas brauchen, bei uns nachfragen und wir sagen, da kannst du hingehen, da und da und da. Nicht nur die älteren Menschen selber, sondern auch die Angehörigen, die sie pflegen. Das gehört ja zusammen. Und insofern sind das Aufgaben, die wir neben dem barrierefreien Wohnen, das ist eine Riesenaufgabe, wir brauchen mehr Angebot vom barrierefreien Wohnen, altersgerechten Wohnen, Wohnhäuser mit Fahrstuhl, da müssen wir also absolut nachziehen. Das, was wir machen können, werden wir machen, aber Private sind auch gefragt. Machen wir kurz zum Schluss nochmal einen Sprung zu einem Reizthema in Angermünde, nämlich die Windkraft und Photovoltaik. Mhm. Wie positionieren Sie sich dazu? Also grundsätzlich ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Energiebedarfe zu sichern und zu gewährleisten. Wir haben an solchen Themen wie der Ukraine-Krise sozusagen und der Rohstoffknappheit gemerkt, dass wir uns da autarker aufstellen müssen und regenerative Energien sind eine Möglichkeit. Jetzt aber nicht um jeden Preis, sondern ich sage mal in jede Landschaft und vor jede Haustür. Wenn wir mal bei den Windkraftanlagen zunächst beginnen, ist es sozusagen, was ein Mensch dort stört, neben dem Blick auf alle Fälle die Lautstärke, wenn man in unmittelbarer Nähe von so einem Windkraftrad wohnt. Ich hätte mir gewünscht, dass man damals höhere Abstandsgebote einhalten müsste. Bayern hat 10H gemacht. Je größer das Windrad, desto mehr Abstand. Das ist in Brandenburg nicht möglich gewesen. Und wir sind hier eben bei sozusagen viel, viel weniger Metern so, dass ich sage, und wir wohnen in Kerkow, wir haben damit auch zu tun. Und bei bestimmten Windrichtungen hören wir dieses Windrad. Ich finde, es muss beides möglich sein. Und wir haben, und das ist ja natürlich eine, ich will mal sagen, laienhafte Überlegung, weil ich jetzt nicht der Fachplaner bin für Windkraftanlagen. Aber wir haben große Autobahnnetze in Deutschland, da gibt es 24 Stunden rund um die Uhr eine Geräuschkulisse. Und wenn wir in Deutschland zum Beispiel an diesen Autobahnachsen Windräder aufstellen, dann würden wir dieses Thema Lärm zu Lärm zu bringen vielleicht schon mal besser lösen, als Lärm in ruhige Landschaft oder an die Dörfer zu nah ranzubringen. Das Problem dabei ist sozusagen, dass man das so empfinden kann als Bürgermeister. Und was kann man denn praktisch tun? Können wir als Stadt dort Einfluss nehmen? Können wir im Grunde sehr marginal oder fast gar nicht, weil es ist im Grunde eine Bundesaufgabe, die über die Länder dann in die Regionalplanung kommt und dort entschieden wird. Und dann werden Windeignungsgebiete ausgewiesen und in denen darf dann gebaut werden. Das ist wiederum eigentlich ein Wert, weil sonst dürfen Windkraftanlagen überall im Außenbereich stehen. Insofern ist eine Sortierung schon gut, aber dann kommt das Konfliktfeld natürlich bei dem konkreten Dorf, was dann von einem Windeignungsgebiet betroffen ist. Und dort muss man dann auch ehrlich sagen, haben wir in der Vergangenheit versucht, über fachliche Argumente es so weit wie möglich einzudämmen oder so weit wie möglich wegzuschieben vom Ort. Und das sind meistens naturschutzfachliche Gründe mit Vogelschutzgebieten und all das noch eine Rolle spielt. Unsere Stellungnahmen waren immer negativ, konnten aber auch negativ sein, weil wir diesen Ansatz sahen. Wir sind aber nicht Genehmigungsbehörde, das ist das Landesumweltamt. Wenn die dann genehmigen und abwägen und es dann gebaut werden kann, dann sind uns als Kommune die Hände auch gebunden. Aber ich kann die betroffenen Menschen, die dann damit konkret zu tun haben, auch verstehen, dass sie es nicht wollen. Sie haben eben von ruhigen Landschaften gesprochen. Ja. Das hat ja ganz viel mit Erholung zu tun. Angermünde ist staatlich anerkannter Erholungsort, muss diesen Titel aktuell verteidigen. Ja. Würden Sie hier Urlaub machen? Mhm. Mein Alltag ist manchmal wie Urlaub. Schon allein die Radtour vom Rathaus nach Hause fühlt sich schon wie Urlaub an. Oder die Radtour zu meinen Eltern, die am Welterbe lesen. Ja, ich würde hier Urlaub machen.
Und ich glaube auch, dass es, und das haben wir bei dem staatlich anerkannten Erholungsort bzw. Erholungsortentwicklungskonzeption jetzt auch gemerkt, dass die Bevölkerung sozusagen in der Betrachtung, und das ist eine rein touristisch-fachliche Betrachtung, sich immer mehr auch an solche Windkraftanlagen gewöhnt. Ganz wichtig bei dem Thema auf Angermünde bezogen zu wissen ist aber, dass dieses Argument staatlich anerkannter Erholungsort für die Kernstadt mit ihrer historischen Altstadt gilt und die Ortsteile Wollitz und Altkünkendorf. Es gilt nicht für das gesamte Stadtgebiet aller 23 Ortsteile. Das wäre vielleicht auch dann ein bisschen einfacher, aber es ist nicht der Fall. Also planerisch gesehen ist das kein Argument. Wir sind planerisch gesehen in anderen Gebieten dann einfach im Außenbereich, in Windeinflussgebieten. Und da können wir, wenn, dann nur fachlich ansetzen, aber nicht über dieses Argument, wir sind doch staatlich anerkannter Erholungsort. Das ist leider nicht möglich. Und ich glaube, dass wir beides hier vereinen können in Angermünde. Und viele Gebiete sind ja freigehalten, also sag mal grob im Biosphärenreservatsgebiet, die Hälfte des Stadtgebiets, und in anderen wird auch in Angermünde noch gebaut werden. Und bei Solaranlagen, das kommt ja noch auf uns zu, sind ja auch privilegierte Vorhaben, hauptsächlich an Bahnlinien entlang. Da wird also noch einiges auf uns zukommen. Trotzdem gibt es ja auch in den anderen Ortsteilen, die nicht direkt zum Erholungsortgebiet gehören, gute Entwicklung. Ich denke nur an Greifenberg, wo durch Initiativen, durch Vereine, durch private Initiativen so viele schöne touristische Highlights entstehen. Ja. Was sich Stadt ja auch unterstützt, ne, bei Burg. Also die Burganlage haben wir saniert, sozusagen, wir haben den Mühlenaufbau unterstützt. Das sind schon viele, viele Dinge, die sozusagen auch im ländlichen Raum hier passieren, um auch touristische Angebote weiterzuentwickeln. Ja, also ich denke, wir könnten noch weiter plaudern, eine ganze Stunde, aber sollten Sie Bürgermeister werden, haben Sie ja gerade vorgeschlagen, werden Sie öffentliche Veranstaltungen machen, um immer aktuell über die Stadtentwicklung und aktuelle Probleme zu informieren. Dann setzen wir das Gespräch mal fort. Ja, also es war ja bisher schon ein langer und oft auch sehr harter Wahlkampf, in dem viel geredet wurde, viel gesagt wurde. Gibt es denn jetzt aus Ihrer Sicht noch irgendwas, was bisher noch nicht gesagt wurde, was Sie gerne noch sagen möchten? Ja, ich würde noch mal an die Bedeutung auch dieser Wahl erinnern, sozusagen für die nächsten 8 Jahre. Und das Angebot, was ich mit meinem Team machen kann, dass wir diese Entwicklung, die angeschoben ist zum Wohle von Angermünde und damit den Menschen, den hier leben, sozusagen mit aller Leidenschaft fortsetzen werden. Dass es unseres Erachtens sozusagen jetzt keine Unterbrechung oder keinen Abbruch geben darf, weil Angermünde sich jetzt etwas erarbeitet hat, wo wir demnächst wirklich Früchte ernten werden. Und das ist sozusagen eben nicht mal irgendwie eine lockere Entscheidung, sondern es geht wirklich um was. Ja? Und wenn man dieser Stadt eben verpflichtet ist, so wie wir das sind und ich als Bürgermeister und wirklich schon Vorfreude empfinde auf die nächsten 8 Jahre, dann ist das eine ganz wichtige Botschaft, dass die Menschen wirklich intensiv darüber nachdenken, wer steht zur Wahl und was wollen sie für ihr Angermünde. Und wir wollen, dass Angermünde sich stabil aufstellt. Ich möchte mit aller Leidenschaft und Kraft und Einsatz weiter diese Stadt gestalten, weil ich glaube, dass sie es wirklich verdient hat. Bei der Wahlbeteiligung ist ja auch noch Luft nach oben. Ne? 30% sind gar nicht wählen gegangen. Es gab auch noch Nichtwähler sozusagen, wenn man die jetzt nochmal animieren könnte, über dieses so wichtige Thema nachzudenken. Was mir dann auch wichtig ist, dass Menschen nach einer Wahl nicht sagen, jetzt habe ich meinen Teil getan, sondern sich dann auch und dazu animieren werden, werden gute Angebote machen, weiter in diese Stadtentwicklung, in die Prozesse mit einbringen. Letztendlich, wir sind die Stadt alle. Das ist nicht ein Bürgermeister, das ist nicht die Stadt vor einer Versammlung, das sind wir alle, das ist unsere Stadt. Und die gemeinsam zu entwickeln, ist mein Ziel. Okay, das war doch ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.